Kommen wir zu Rechnungswesen und Controlling für die Wirtschaftsinformatik, in dem Fall externes Rechnungswesen Nummer 8. Wir waren hier stehen geblieben bei den Grundlagen zur Abschreibung. Das hatte ich beim letzten Mal bereits erläutert. Ich gehe noch mal ganz kurz darauf ein, weil dieses Video etwas kürzer sein wird und wir entsprechende Aufgaben dann aber bearbeiten müssen. Wir hatten hier die Abschreibung beschrieben. Ich hatte gesagt, das hängt immer von den Anschaffungskosten, Herstellungskosten ab, von der Nutzungsdauer und der Abschreibungsmethode. Und wir haben eben die Unterscheidung zwischen direkt und indirekt. Da sind wir hier auch schon durchgegangen. Hier bei der direkten Methode haben wir gesehen, dass wir den Aufwand auf dem entsprechenden Abschreibungskonto erfasst haben, damit den Wert auf dem Maschinenkonto hier in dem Fall verringert. Das Ganze, das heißt also, die Abschreibungen müssen dann natürlich in der Gewinn- und Verlustrechnung, in der Gewinn- und Verlustrechnung landen, damit, wenn wir sonst keine Geschäftsvorfälle haben, natürlich das Eigenkapital mindern. Und das war auch hier das Beispiel, was wir gesehen haben. Das Maschinenkonto wird natürlich über SPK abgeschlossen, das Eigenkapital wird verringert. Und dann haben wir gesehen, dass sich dann eine Bilanzverkürzung ergibt auf 90.000 Euro, weil wir eben einen Werteverzehr in dem Jahr von 10.000 Euro für diese Maschine hatten. Bei der indirekten Methode hatten wir dieselbe Konstellation hier, aber dann die Abschreibung eben gebucht auf das Wertberichtigungskonto, ein passives Bestandskonto, deswegen der Zugang im Haben hier. Und wir haben dann im Weiteren gesehen, dass das Wertberichtigungskonto abgeschlossen wurde an das SPK. Damit am Ende der ganzen Konstellation haben wir natürlich die Situation, wenn wir es abschließen, dass wir eben im Vergleich zur direkten Methode eine Bilanzverlängerung haben, dadurch, dass die Wertberichtigung jetzt als passives Bestandskonto hier im Haben stehen des SPKs. Und ich hatte ausgeführt, warum das sinnvoll sein kann, nämlich genau dafür, dass wir hier eben vielleicht, das heißt vielleicht, mehr Informationen sehen, wenn wir zum Beispiel die Wertberichtigung prozentual ins Verhältnis zum Anlagevermögen setzen, dann wissen wir genau, wie alt das Vermögen des Unternehmens beispielsweise ist. So, ganz oft kommt es dummerweise vor, dass wir eben die Situation haben, dass wir einen Anlagegegenstand länger nutzen, zum einen, als wir die bilanziellen Abschreibungen ansetzen können. Was heißt, es ist eigentlich kein Unglück, sondern haben wir ja eigentlich Glück gehabt, weil wir können den Anlagegegenstand länger nutzen. Und wir haben aber auch die Situation, dass wir ganz oft eben zwischenzeitlich irgendwas passiert. Wir verkaufen einen Anlagegegenstand zu einem bestimmten Wert, der dann ganz oft nicht dem Wert entspricht, der bei uns in den Büchern noch vorhanden ist. Also ganz oft haben wir die Konstellation, wir verkaufen eine Maschine über oder unter Buchwert, das heißt über oder unter dem Betrag, mit dem diese Maschine noch in unseren Büchern in dem Anlagevermögen steht. Grundsätzlich gilt, und das steht hier auf der Folie ganz oben, dass wir eben immer einen Erinnerungswert buchen sozusagen. Also in der letzten Periode, wir hatten im Beispiel davor ja die Maschine mit 100.000 Euro, 10 Jahre bedeutete 10 mal 10.000 Euro. Und im letzten Jahr, und das ist hier gemeint mit dem Erinnerungswert, wenn wir weiterhin den Gegenstand nutzen, dann schreiben wir eben nicht um 10.000 Euro ab, sondern auch um 9.999 und somit verbleibt dann logischerweise auf dem Maschinenkonto ein Wert von einem Euro. Das ist der sogenannte Erinnerungswert, so dass wir in den Büchern immer noch wissen, das Gerät ist ja noch da. Es ist ja wirklich noch da. Irgendwo in unserem Unternehmen steht dann dieses Gerät ja noch und deswegen dieser Erinnerungswert. Genau, und wenn wir diesen Gegenstand dann irgendwann später veräußern, verkaufen, verschrotten, dann ist es so, dass wir tatsächlich dann diesen einen Euro noch abschreiben. Also wir haben natürlich jetzt drei Fallkonstellationen. Der Vermögensgegenstand geht genau mit dem Wert, mit dem er in den Büchern steht, raus aus dem Anlagevermögen durch eben nicht mehr Nutzung, Verkauf oder Ähnlichem. Dann haben wir die Möglichkeit, oder gibt es den zweiten Fall, dass es mit einem höheren Wert als bisher in der
Buchhaltung erfasst, unser Eigentum verlässt, das kann ja verkauft werden oder wie gesagt verschrottet oder ähnliches. Und der dritte Fall haben wir hier, nämlich den Abgang des Vermögensgegenstandes mit einem niedrigeren Wert, weil beispielsweise wir es nur unter Preis verkaufen können. Und das müssen wir natürlich jetzt wieder berücksichtigen, gilt nicht nur für jetzt hier ganz konkret diese drei Fälle, sondern eben auch wieder unterschieden nach den direkten und indirekten Methoden der Abschreibung. Schauen wir mal drauf. Also wir haben jetzt hier zum einen die einfache Konstellation, wir haben einen Erinnerungswert dieser entsprechenden Maschinen und wir haben den Abgang genau zum Buchwert. Bei uns bei der direkten Methode haben wir abgeschrieben im letzten Jahr auf den 1 Euro. Das heißt, wir haben hier noch die Maschine mit 1 Euro. Und wenn Sie beim letzten Mal das aufmerksam verfolgt haben, wissen Sie, wir haben hier die Maschinen. Die bleiben natürlich stehen mit 100.000 Euro und die bleiben dann mit den Wertberichtigungen auch so lange stehen, bis tatsächlich dieser Gegenstand unser Haus verlässt, verschrottet wird, verkauft wird oder ähnliches. Also Abgang von dieses Gegenstandes, relativ einfach in beiden Fällen. Wir haben natürlich jetzt noch 1 Euro Abschreibung zu buchen. Das heißt dann genau zu diesem Sachverhalt ist dann 1 Euro noch entstanden an Aufwand. Und dadurch, dass wir jetzt im Maschinenkonto den Anfangsbestand von 1 Euro haben und diese Buchung der Abschreibung zum Ende hin, ist das Maschinenkonto ausgeglichen. Wir haben keinen Saldo mehr auf dem Konto. Genauso muss es sein, denn die Maschine ist ja physisch nicht mehr da. Zweiter Fall und indirekt auch nicht schwer zu überlegen. Das Wertberichtigungskonto wurde über die Abschreibung der Jahre natürlich aufgefüllt, genau auf denselben Betrag, wie wir es im Maschinenkonto sehen, nämlich genau die 100.000 Euro. Was machen wir jetzt? Naheliegenderweise, wir buchen diese Wertberichtigung genauso mit den 100.000 Euro gegen das Maschinenkonto und damit ist das Wertberichtigungskonto ausgeglichen und gleichzeitig auch das Maschinenkonto. Beide haben kein Saldo mehr. Genau so muss es sein. Warum? Weil wir natürlich jetzt dieses Gerät auch gar nicht mehr in unserem Bestand haben. Schauen wir weiter. Also, wir haben jetzt die Buchung, dass wir einen Sachverhalt haben. Die Maschine hat noch einen Restwert von 80.000 Euro, wird aber bar verkauft für 90.000 Euro. Klar dürfte sein, wir haben dann einen Ertrag aus Abgang eines Vermögensgegenstandes, nicht schwer auszurechnen, nämlich genau über 10.000 Euro. Wir sind bei der direkten Methode. Wir sehen es hier auch schon mit dem Vortrag, mit dem Anfangsbestand von 80.000 Euro. Wenn wir hier einen Restwert haben von 80 und hier stehen 80, dann kann es nur die direkte Methode sein, sonst wäre der Wert hier im Maschinenkonto natürlich beim Beschaffungswert. Was passiert also? Wir kriegen in die Kasse tatsächlich 80.000 Euro rein. Heißt, die müssen wir natürlich buchen. Entschuldigung, 90.000 Euro rein. Die müssen wir natürlich buchen. Da geht kein Weg dran vorbei. Und wir haben jetzt hier zum einen, das kann man dann auch zusammenfassen. Ich habe es jetzt mal einfach gestaltet. Einmal haben wir Kasse an Maschinen mit 80.000 Euro und dann Kasse aus Abgang von Vermögensgegenständen oder aus Abgang vom Anlagevermögen in Höhe von 10.000 Euro. Und dann haben wir diese Buchung hier. Man kann das auch zusammenfassen, die schon eine kaufmännische Ausbildung haben das oder wissen das. Man kann es buchen. Kasse 90.000, an Maschinen 80.000, an Ertrag aus Abgang von Vermögensgegenständen oder aus Abgang des Anlagevermögens in Höhe von 10.000 Euro. Am Ende zählt für mich immer auch in der Klausur das richtige Ergebnis. Das interessiert mich. Ja, wenn Sie Fehler gemacht haben, schaue ich drauf, aber dann kriege ich das schon mit. Sie können sich auch gar nicht vertun, denn wenn Sie jetzt den Abgang buchen wollen, und darum geht es ja hier, dann kann ich nur 80.000 hier auf das Maschinenkonto buchen, weil nur 80.000 Euro da sind. Ja, anders geht es ja gar nicht. Und auch wenn man, wie gesagt, ganz logisch drüber nachdenkt, wir kriegen 90, haben 80, dann kann nur ein Ertrag entstehen und wir können es ja auch gar nicht anders buchen, denn
90.000 Euro müssen ja in Kasse landen, wo will ich es denn dann hinbuchen? Und wir wissen doch, dass wir Umsatzerlöse, Erträge, aktivierte Eigenleistung immer hier im Haben buchen, weil es dann am Ende natürlich auch in der Gewinn- und Verlustrechnung im Haben auftaucht. Genau so sieht es aus. Das heißt also, wir sehen jetzt hier Maschine nicht mehr da, 80.000 Euro weg. 90.000 Euro haben wir in der Kasse, wunderbar. Und wir haben die Erträge in Höhe von 10.000 Euro. Und ich denke, das ist dann auch ganz gut nachzuvollziehen. Schauen wir weiter, was dann wir hier haben. Jetzt genau dieselbe Konstellation. Wir haben jetzt nur die indirekte Methode. Ich habe es gerade schon angesprochen. Hier sehen wir dann natürlich immer noch den Bestand bei 100.000 Euro, weil die Abschreibungen ja sich auf dem Wertberichtigungskonto gesammelt haben. Mit 20.000 Euro macht natürlich ein Restwert dieser Maschine in Höhe von 80.000 Euro, nämlich 100 minus 20.000. Auch hier gilt, wir kriegen natürlich 90.000 Euro, heißt Wertberichtigung an Maschinen, jetzt im ersten Schritt um das Maschinenkonto, weil wir müssen ja zusehen, dass die Maschine wirklich physisch nicht mehr da ist, dass wir hier das Maschinenkonto entsprechend jetzt belasten aus dem Wertberichtigungskonto heraus, um den aktuellen Restwert der Maschine auf dem Konto auch sehen zu können. Das sehen wir jetzt hier. Damit ist das Wertberichtigungskonto auch ausgeglichen. Wir haben kein Saldo mehr. Genauso muss es sein, weil die Maschine am Ende ja auch physisch nicht mehr da ist. Dann haben wir einen weiteren Kasse an Maschinen. Das haben wir gerade schon gesehen. Damit ist auch das Maschinenkonto ausgeglichen und es verbleibt dann natürlich nur noch die Ertragsbuchung, Kasse an Erträge. Das haben wir eben gerade bei der direkten Methode auch genauso gebucht. Wir sehen, Maschine ausgeglichen, kein Saldo mehr, so muss es sein. Kasse haben wir die 90.000, so muss es sein, die haben wir tatsächlich bekommen. Wir sehen bei den Erträgen, die jetzt dann ins G&V gehen würden, den Schlussbestand von 10. Das sind doch genau die 10.000, die wir hier an Ertrag erwirtschaftet haben. Das Wertberichtigungskonto ist ausgeglichen. Wir haben keine Maschine mehr, deswegen kann es auch keine Wertberichtigungen mehr geben. Schauen wir weiter. Genau umgekehrt der Fall. Wir kriegen nur 70.000 anstatt 80.000. Wir sind wieder bei der direkten Methode, wie man hier wieder unschwer erkennen kann. Sie sehen es einfach daran, dass wir hier den Anfangsbestand eben im Soll sehen. Und dann haben wir hier die Kasse, die wir natürlich buchen müssen. Jetzt haben wir nur noch 70.000 Euro auf unserem Maschinenkonto. Bedeutet, uns fehlen 10.000. In die Kasse kann das Geld oder geht das Geld natürlich nicht ein, weil es fehlt jetzt einfach. Es fehlen uns 10.000 Euro. Und damit wir natürlich diesen Verlust auf dem Maschinenkonto ausgleichen können, müssen wir es im Haben ansprechen. Und wir wissen, dass Aufwände im Soll gebucht werden auf den Aufwandskonto. Also ist es naheliegend, hier ein Aufwandskonto zu bemühen, was zum Beispiel eben Verlust aus Abgang von Vermögensgegenständen sich nennt, was dann natürlich auch wieder über das Gewinn- und Verlustrechnungskonto abgeschlossen wird. Heißt, hier auf der Habenseite sehen wir die 10.000 Euro als Verlust aus Abgang von Vermögensgegenständen. Was passiert? Das Maschinenkonto ist wieder ausgeglichen. Genauso muss es sein. Es ist ja nicht mehr da. Wir haben bei der Kasse die 70.000, die wir tatsächlich bekommen haben. Mehr gab es nicht für diese Maschine. Und wir haben einen Verlust erwirtschaftet, der dann über das Gewinn- und Verlustrechnungskonto das Eigenkapital entsprechend belasten würde. Genau dieselbe Konstellation wieder für die indirekte Methode. Wir sehen es wieder, auch hier wieder der Anfangsbestand oder der Bestand der Maschine bei 100.000 Euro, die Wertberichtigung bei 20. Und jetzt läuft ja das Prinzip genauso wieder ab. Wir haben die Wertberichtigung von 20.000 Euro gegen das Maschinenkonto mit 20.000 Euro, damit das Wertberichtigungskonto ausgeglichen. Jetzt haben wir die 70.000 Euro bekommen, die buchen wir natürlich gegen die Maschinen und wir sehen, dass uns 10.000 fehlen. Das ist natürlich genau gleich wie eben bei der direkten Methode. Und damit haben wir auch hier den Verlust aus Abgang von Vermögensgegenständen an Maschinen mit der Konsequenz, dass unser Maschinenkonto ausgeglichen ist.
und wir hier den Verlust aus Abgang von Vermögensgegenständen sehen. Genau derselbe Effekt wie bei der direkten Methode, nämlich die Belastung unseres Eigenkapitals durch diesen Verlust, der dann zu einem Verlust auf dem Gewinnverlustrechnungskonto führen würde. Kasse 70.000, hier der Schlussbestand mit den 10.000 und die Wertberichtigung mit den 20.000 Euro. Ganz genau. So, und jetzt hier die Aufgabenstellung Übung D zu den Buchungen von Abschreibungen, damit Sie das auch mal üben können. Und gleichzeitig auch die Übung Aufgabe 11. Ich springe mal kurz in die Aufgabe 11 rein, wenn Sie jetzt hier mal schauen wollen. Die Aufgabe 11 ist sehr umfangreich, wie Sie hier unschwer erkennen können. Also das dauert ein wenig, diese Aufgabe durchzuführen. Es ist aber eine wunderbare und ganz hervorragende Übung, weil sie alle Dinge zusammenfasst, die Sie bisher quasi schon behandelt haben. Und insofern ist diese Aufgabenstellung besonders geeignet und sie wird Sie auch einige, naja, die wenig Geübten jetzt doch bestimmt 1, 2 Stunden oder 3 Stunden in Anspruch nehmen. Insofern meine Empfehlung, diese Aufgabe zu machen, weil sie relativ viel entsprechend auch zusammenfasst. Okay, das bis dahin erstmal. Ciao, ciao.